Der Gottesdienstbesuch in den evangelischen Landeskirchen hat laut der jüngsten EKD-Statistik einen neuen Tiefststand erreicht. Nach Ansicht von Jan von Kampenhausen, Pfarrer in der Lutherstadt Wittenberg, könnte es daran liegen, dass die Gemeinde nicht mehr hören wolle oder auch an Pfarrern, die dem Volk nicht mehr aufs Maul schauen. Wie er in einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA schreibt, ist er sich sicher, wo der große Gott in großen Gottesdiensten gelobt wird, entsteht Wachstum. Für den Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kirchdorf bei Hamburg, Malte Detje, sind Gottesdienste nicht langweilig, wenn sie stark liturgisch geprägt sind. Denn hier kommt Gott selbst zu Wort, so Detje. Natürlich müsse der Gottesdienst verständlich sein, aber es ist kein Missionstreffen, sondern der Ort, an dem die Gemeinde Gottes Wort der Vergebung hört. Vor den Risiken zu häufigen Internetkonsums hat der Leiter einer Medienagentur der Kurhessen-Waldeckischen Kirche, Pfarrer Siegfried Krückeberg, gewarnt. Wie er im Deutschen Pfarrerblatt schreibt, litten viele Menschen unter einem Handy-Daueralarm. Durchschnittlich alle 18 Minuten gucken wir auf unser Smartphone, um zu sehen, ob es etwas Wichtiges Neues gibt. Das habe Suchtcharakter. Viele bräuchten bereits jetzt professionelle Hilfe. Man vergesse, dass man auch ohne Smartphone leben könne. Es sei möglicherweise besser, nichts im Internet, sondern in Geschäften vor Ort einzukaufen. Krückeberg empfiehlt, Zeiten festzulegen, in denen das Smartphone ausgeschaltet bleibt. Rund 1700 Teilnehmer aus 45 Ländern kamen zur Europäischen Osterkonferenz der Studentenmission in Deutschland. Im Fokus der Veranstaltung stand das Thema Präsenz. Laut Moderatorin und SMD-Regionalreferentin Miriam Grauli bedeutet Präsenz, sein Umfeld wahrzunehmen und als Christ zu durchdringen. Der Kongress soll ihrer Meinung nach Studenten ermutigen, Christsein und das Studentenleben miteinander zu verbinden. Sehen Sie einen Kommentar von Miriam Grauli zur Frage, welche Möglichkeiten Studenten haben, um ihren Glauben im Alltag einzubringen. Das ist die Apologetik, den Glauben zu begründen, zu hinterfragen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist das Evangelisieren, das heißt, den Glauben wirklich anzusprechen, zu verkündigen am Campus. Das ist die Gemeinschaft zu leben am Campus und auch außerhalb als Student in der WG, in der Gemeinde und so weiter, Menschen einzuladen. Und das vierte ist, meinen Glauben und mein Studienfach zu verbinden. Zu sagen, ich möchte, dass meine Überzeugungen und meine Prägungen, meine christlichen Grundwerte, dass die in meinem Studienfach präsent sind und nicht außen vor der Tür bleiben.